Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge bin ich durch die Dunsthöhle gereist, oberer und unterer Teil, und habe das legendäre Pokémon Groudon bekämpft. Ich merke jetzt schon, mein Hals ist heute toll dabei. Ja, der Kampf gegen Groudon war genauso, wie man es von einem legendären Pokémon erwarten würde. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe keinen einzigen KP-Schaden genommen, weil das Ding so kacke war. Und tot. Wir haben es geschafft, wir haben Groudon besiegt, aber war das nicht ein bisschen zu einfach? Ist das wirklich meine... Scheiße, jetzt hier eine Mücke! Jetzt nicht mehr. Bei mir läuft schon wieder heute. Was? Groudon ist weg? Das war nicht Groudon. Groudon war nichts weiter als eine Illusion, die ich heraufbeschworen habe. Ach, deswegen war es so kacke! Wer hat das gesagt? Wie ich bereits sagte, bewache ich diesen Ort. Und ich kann euch nicht durchlassen. Warte bitte mal, wir haben nicht die Absicht, Stress zu machen. Wir wollen nur Infos. Information, sagt ihr? Ja, das ist die reine Wahrheit. Nun, okay, wir sind ein Erkundungsteam und nach allen Anstrengungen würden wir gern Schatz mitnehmen. Aber wir gehen auch ohne, wenn du ein Problem damit hast. Wir sind auch zufrieden damit, so weit gekommen zu sein. Bitte. Nun, okay, ich lasse mich sehr leicht überreden. Das ergibt eigentlich in meinem Job überhaupt keinen Sinn. Aber ich bin wohl ein bisschen zu naiv. Dann lasst mich euch willkommen heißen. Ich bin Selfe, Wächter des Nebelsees. Was? Sagtest du Selfe? Ja, das habe ich gern gesagt. Gern gesagt? Hä? Ich bewache etwas Besonderes. Etwas, das im Nebelsee liegt. Wasser. Lasst mich euch zum Nebelsee bringen. Bitte hier entlang. Okay. Ja, warum nicht? Gute Musik. Wow, draußen ist es dunkel geworden. Es ist zwar nachts vielleicht nicht so gut zu sehen, aber seht her, der Nebelsee. Wow. Okay, man sieht zumindest auch auf dem unteren Bildschirm was. Nee, warte, das ist der obere, den ich dauerhaft zu sehen habe oder nicht. Auf jeden Fall auf dem ich spielen muss. Das ist unglaublich. Wer würde so hoch oben so einen See erwarten? In diesem umherschwimmenden Volbeat und Lumise. Wunderschön. Unter diesem Ort quillt unablässig Wasser nach oben. Sein Strom ist so stark, dass es schon vor langer Zeit diesen riesigen See bildete. Nun richtet euren Blick auf die leuchtende Stelle in der Mitte des Sees. Ja, die sehe ich schon. Ich bin ja nicht blöd. Das Leuchten kommt von unten. Dieses grünblaue Strahlen, oder? Hast du deine Glühbirne angebracht? Nein! Geht näher heran und seht genauer hin. Was könnte das sein? Ich komme nicht drauf. Und kann es sein, dass ich genauso schnell war wie im Original-Let's Play, weil ich noch weiß, dass ich auch an dieser Stelle den... Also die Musik hat jetzt keinen richtigen Bass oder so, deswegen kann man es nicht wirklich Beatdrop nennen, aber... Ihr wisst, was ich meine. Genau an der Stelle hatte ich den letztes Mal, das weiß ich noch, weil mir das da sehr aufgefallen ist. So, kurz mal die Musik laufen gelassen. Ich komme nicht drauf, aber es verursacht Herzrasen bei mir. Sowieso wird auch hier in diesem Projekt wieder eine Jukebox-Folge kommen. Diesmal eine vollständige. Und dann natürlich auch mit deutlich besserer Audio. Aber warum? Warum bewegt es mich so? Warum ist mein Puls plötzlich so schnell? Das ist fantastisch, aber... Was ist das?
Es hat so eine mysteriöse Aura. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Was? Das ist ein Zahnrad der Zeit? Ja, ich bewache das Zahnrad der Zeit. Das ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Vor euch haben schon andere versucht, hierher zu kommen. Aber ich habe die meisten mit meiner Illusion von Groudon verscheucht. Groudon, wie hast du das gemacht? Ich erschaffe es mit Hilfe meiner psychischen Fähigkeiten. So in etwa. Hallo? Es besteht kein Grund zu erschrecken. Wie gesagt, es ist nur eine Illusion. Was ihr bekämpft habt, war nichts weiter als das. Es hat schon andere gegeben, die meine Illusion von Groudon besiegt haben. Also, ihr seid nichts Besonderes. Sie haben es geschafft, an diesen Punkt zu gelangen. Aber es waren Eindringlinge, also habe ich ihnen das Gedächtnis genommen. Soll das Groudon eigentlich so blinken? Ich glaube irgendwie nicht. Und so habe ich den See geschützt. Das Gedächtnis genommen? Ah ja, richtig. Wir hoffen, dich etwas fragen zu können, Selfe. Das ist mein Partner Schmünter. Er hat einen Scheißnamen und kann sich auch keine ausdenken. Mein Partner ist jetzt ein Pokémon, aber war früher ein Mensch. Oh, wirklich? Erzähl jemanden, dass jemanden, den es interessiert. Ich meine, ein Mensch? Ja, aber Schmünter hat jede Erinnerung an das Dasein als Mensch verloren. Also fragen wir uns, hast du Schmünter schon einmal hier gesehen, Selfe? Und hast du Schmünter das Gedächtnis genommen? Ist das passiert? Ist jemals ein Mensch hierher gekommen? Erinnerst du dich, ob sowas geschehen ist? Die Antwort ist... Cliffhanger! Werbung einspielen! Nein, kein Mensch war jemals hier. Was ihr auch wissen solltet, ich lösche nur die Erinnerung an den Nebelsee. Ich kann keinem Lebewesen das gesamte Gedächtnis nehmen. Vor allem keinen, das kein Gehirn hat, so wie Schmünter. Ich habe nichts mit dem Gedächtnisverlust deines Partners zu tun. Und auch nichts mit der Verwandlung in ein Pokémon. Den Grund dafür müsst ihr anderswo suchen. Okay, na, in Ordnung. Anscheinend warst du also doch noch nie hier, Schmünter. Selfe, wir hatten gehofft, von dir etwas mehr über meinen Partner zu erfahren. Was ist das? Ein Zahnrad der Zeit, ein Zahnrad der Zeit. Tja, zu schade. Hi, Knuddeluff. Wir können kein Zahnrad der Zeit mitnehmen. Knuddeluff! Wow, fantastisch! Und wer mag das sein? Das ist unser Guildmeister. Hurra, Freund, mein Freund, 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 Freund. Klaus, Klaus, Klaus. Hurra, Freund, mein Freund, 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 Freund. Nee, warte, da ist ja was anderes drin. Erstaunlich. Klaus, Klaus, Klaus. Seht euch diese umwerfende Aussicht an. Ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Jawohl, kommt auf den richtigen Screen. Ich weiß, eine Szene wird hier noch kommen, die auf beiden Screens ist, aber ich denke, der wichtigste Teil ist hier eigentlich, oder? Hey, Gilde! Puh, endlich sind wir da! Keine Zeit zum Verschnaufen, wir müssen uns beeilen! Hey! Da drüben ist jemand! Gehen wir! Sag schon, das ist Groudon! Ah! Ich schmeck nicht! Das stimmt, ich hasse Meeresgetier. Hallo alle miteinander, stimmt was nicht? Gildenmeister! Oh, kümmert euch nicht darum. Seht euch das mal an. Es sprudelt! Wie schön, wie schön! Bitte was? Sprudelwasser! Ja, das Bild meinte ich und das ist sogar der wichtigere Teil. Und damit ist für mich fast bestätigt, dass ich auf dem Touchscreen, dass das der Touchscreen ist hier, weil das Bild wird nämlich auf dem anderen Screen vervollständigt. Und es würde keinen Sinn machen, wenn auf dem oberen Bildschirm der untere Teil des Bildes ist.
Oh, wie er schimmert. Jawohl, ja, das hat was. Ja, der Geysir in dem See bricht hin und wieder aus. Es sprudelt Wasser nach oben, wie ein Springbrunnen. Und das Zahnrad der Zeit strahlt von unten herauf. Und gleichzeitig leuchten zahllose Illumise und Wolbat. Das ist keine Züchtung zwischen Wolbit und Zubat. Auf der Wasserfontäne. In ihrer Harmonie sind sie die Essenz der Schönheit. Der Schatz, der Schatz, der Anblick des Nebelsees muss der Schatz sein. Ja, ja. Und noch eine Runde. Siehst du die Aussicht, Schmünter? Das ist einfach traumhaft. Es schade, dass wir nichts über deine Vergangenheit herausgefunden haben, Schmünter. Aber ich bin froh, dass wir hergekommen sind, Schmünter. Es freut mich, dass wir so einen schönen Anblick zu sehen bekommen haben, Schmünter. Ich bin wirklich glücklich, Schmünter. Ich bin auch froh, dass ich hergekommen bin, Schmünter. Sicher, wir haben nicht rausgefunden, wer ich bin. Einen Moment mal. Ich bin Schmünter! Nee, warte, Selfe sagte, laut Selfe war ich noch nie hier. Aber wenn das wahr ist, woher kannte ich diesen Ort dann? Und das Zahnrad der Zeit? Wenn ich das Zahnrad der Zeit sehe, dann sehe ich das Zahnrad der Zeit. Und diese Unruhe, die ich empfinde, was bedeutet das? Entschuldige bitte, dass wir dich gestört haben. Das war toll. Freund, Freund, Freund. Klaus, Klaus, Klaus. Ich werde eure Erinnerung an diesen Ort nicht auslöschen. Ihr habt mein Vertrauen. Aber ich muss euch bitten, das Geheimnis um diesen Ort zu bewahren, weil ich nämlich fucking naiv bin. Sicher, vielen Dank. Wir wissen, was wir zu tun haben. Weißt du, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Dieses hier muss in Sicherheit bleiben. Wir werden nie auch nur ein Wort über diesen Ort verlieren. Ansonsten findet's noch jemand. Ich schwör im Namen der Knuddeluft-Gilde. Bitte haltet dieses Versprechen. Ansonsten fällt's euch runter und dann findet's jemand. Okay. Machen wir uns auf den Weg. Kleiner Geil, wenn ich bitten darf. Ich fliege schon, Gildenmeister. Pokémon, wir gehen zurück zur Gilde. Hurra. Marsch Richtung Schatzstadt. Die lange und abenteuerliche Expedition der Gilde geht zu Ende. Knuddeluff und die Gildenmitglieder kehren sicher zur Gilde zurück. Für Schmünter und die Lehrlinge beginnt erneut die Routine. Das normale Trainingsprogramm ist wieder an der Tagesordnung. In der Gilde kehrt der Alltag ein. Und neues Kapitel dürfte doch beginnen, oder nicht? Hallo? Ah, die Wolken, die über dem Nebelsee und so hingen, sind weg. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Schatzbeutel ist größer. Das heißt, hier auch. Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Und? Augenblick. Da ist noch eine Nachricht. Die Bonus-Episode Wundersamer Fluffeluff wurde freigeschaltet. Um eine Bonus-Episode zu spielen, wähle sie in der Episodenleiste im Hauptmenü aus. Wenn du die Bonus-Episode spielen möchtest, speichere deinen Spielstand und kehr zum Hauptmenü zurück. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, warum nicht? Ding! Oh, Kapitel 10 ist schon zwierfinst. Am nächsten Morgen. Raus aus dem Betten, es ist morgen! So wurden wir schon lange nicht mehr geweckt. Ich hab's nicht vermisst. Ja, dann. Okay, Pokémon, arbeiten! Ah! Es ist wohl Zeit, das Gildentraining wieder aufzunehmen, Schmünter. Geben wir uns richtig Mühe. So gefällt ihr mir mit Schwung in den neuen Tag. Ich bin beeindruckt. Mal sehen, ob ihr diesen Schwung heute auch gut nutzen könnt.
Was? Du kannst deinen Fußabdruck nicht identifizieren? Was soll das heißen? Versuch's ja irgendwie zu erklären. Ich kann nicht erkennen, was ich nicht kenne. Wo liegt das Problem? Da unten in dem Loch. Es heißt Dicter. Ich meine, auf dem Gitter steht ein Pokémon, dessen Fußabdruck wir nicht identifizieren können. Dicter ist ein hervorragender Wachposten. Kappa. Es kommt selten vor, dass er bei einem Fußabdruck passen muss. Wenn diese beiden Wachdienst hätten, wäre es keine Überraschung. Das ist jetzt die Frage, wie man das sieht. Einmal war ich so scheiße, dass ich dafür auf die Schnauze bekommen habe. Das andere Mal habe ich dafür einen absoluten Highscore aufgestellt. Ach echt? Ja, wenn es so selten vorkommt, dass Dick da passen muss. Was war das dann, als wir das erste Mal zur Gilde kamen? Da habt ihr den Fußabdruck von Schmünter nicht erkannt. Nicht wahr, Schmünter? Wie bitte? Du willst unseren Gildenmeister treffen? Dein Name ist Zwirfinst? Oh, einen Moment bitte. Zwirfinst? Der weltberühmte Zwirfinst? Das ist immer so, wie ich Schmünter gerade und Fragezeichen mein gerade geguckt haben. Wenn auch irgendein Lehrer zum Beispiel mal sagt, ja, hier die Person, die es weltberühmt, habt ihr sicher schon zigmal von gehört. Und ich dann einfach da sitze. Wer ist das? Und was hat der gemacht? Jedes Mal! Danke für den Besuch, war ich eine Ehre. Ach was, das ist doch selbstverständlich. Es ist mir eine Ehre. Es bereitet mir das größte Vergnügen, die Knuddelhoff-Gilde zu besuchen. Sie ist berühmt. Entschuldige bitte, Krakelo. Was willst du? Wer ist das? Was? Ihr habt nichts von Zwirfenst gehört? Dem berühmten Erkunder? Ich hab noch nie was von ihm gehört. Das überrascht mich eigentlich nicht. Er ist erst seit kurzem bekannt. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht. Wie ein Komet. Er wurde über Nacht berühmt. Seine Fähigkeiten als Erkunder sollen ganz außergewöhnlich sein. Seit Zwirfinst ist also wirklich so umwerfend. Ja, ich habe nur mehr über ihn gehört. Er geht die Dinge anders als alle anderen an. Erstens arbeitet er nicht in einem Team. Weil keine Freunde. Er erkundet immer alleine. Aha, keine Freunde, okay. Ja, dazu muss er sich seiner Fähigkeiten ziemlich sicher sein. Zumindest behaupten das alle, um ihn gut aussehen zu lassen. Aber wisst ihr, was noch unglaublicher ist? Sein unheimliches Wissen. Es scheint nichts auf der Welt zu geben, das er nicht weiß. So viel! Echt? Ist er so klug? Ich weiß gar nicht, was klug ist. Wie buchstabiert man das? K-L-U-K? So lautet das Gerücht, aber sein Wissen hat er schon durch viele erfolgreiche Erkundungen bewiesen. Viele Pokémon bewundern Zwirfinst für seine Leistung. Darum weiß ich, dass die Gerüchte über sein großes Wissen stimmen. Kommt Zwirfinst oft hier zu Besuch? Nein, das ist das erste Mal. Darum hat Dicta ihn nicht erkannt. Und es könnte auch damit zusammenhängen, dass er keinen Fußabdruck hat. Ne? Ich glaube, der Geldmeister trifft ihn auch gerade zum ersten Mal. Was? Warum ist er dann so freundlich? Das ist Knuddelhoff. Sogar wenn er jemanden zum ersten Mal trifft. Verstehe. Nun, das muss eine ziemliche Enttäuschung für deine Gilde gewesen sein. Ja, die Expedition war reine Zeitverschwendung. Wir haben nicht das Geringste herausgefunden. Ich hatte gehört, dass die Knuddelhoff-Gilde eine Expedition zur Suche nach dem Nebelsee plante. Ich kam hier in der Hoffnung, etwas über euren neuesten Triumph zu hören. Tut mir leid, wir haben nichts entdeckt. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin darüber nicht unglücklich. Immerhin war es ein Anlass, euch zu besuchen. Ich habe vor, eine Weile in Schatzstadt zu bleiben. Darf ich während meines Aufenthalts gelegentlich vorbeikommen? Eure Gilde erhält immer die neuesten Nachrichten. Eine gute Quelle wäre sehr hilfreich für meine Erkundungen. Kein Problem. Wir haben hier ständig Besuch von anderen Erkundungsteams. Du bist jederzeit willkommen.
Alle herhören, dieses Zwirfinst. Er wird sich an der Wahl in Schatzstadt aufhalten, behandelt ihn mit besonderem Respekt. Zwirfinst ist sehr berühmt und sehr belesen. Anders als ich. Ich bin mir sicher, dass jeder gerne seinen Rat hören würde. Aber übertreibt es nicht, wir wollen ihm nicht zur Last fallen. Nun, Pokémon, unser Gast ist zwar berühmt, aber ich bin berühmter und keine Autogramme. Ja was, wenn ihr Autogramme wollt, lässt sich das sicherlich einrichten. Aber Ratschläge, das bringt mich in Verlegenheit. Warum habe ich gerade eigentlich mit der Stimme gesprochen, die ich im alten Let's Play hatte? Egal, ich kann kaum einen Ratschlag erteilen. Ich bin jedoch froh, wenn ich euch in irgendeiner Weise dienen kann. Wenn ihr irgendeine Bitte an mich habt, zögert nicht, mich zu fragen. Klatsch, klatsch. Aber ja, ist mir eine Ehre. Oh, ich bin überglücklich, dich kennengelernt zu haben. So, Pokémon! Arbeiten! Ich glaube, ich werde mich ein wenig in Schatzstadt umsehen. Ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Guten Tag. Sagt mal guten Tag nicht eher zur Begrüßung als zum Abschied. Oh, ihr zwei. Um auf das zurückzukommen, von dem ich zuvor sprach. Eure Aufgabe für den heutigen Tag. Bretter! Ja, wer hätte das nur erwartet? Aber ich gehe vorher kurz nach Schatzstadt, euch kennen wir auch schon. Ja, dann haben wir es ja auch nicht geschafft, Hinweise zu finden. Es ist schwierig, an Neuigkeiten über die Nullinsel zu kommen. Nicht wahr, Boss? Hey, ihr zwei, habt ihr irgendwelche Neuigkeiten über die Nullinsel? Die was? Ja, Gerüchten zufolge sind dort die größten Schätze zu finden. Aber Schätze sind nicht das Faszinierendste an jedem Ort. Wenn man Dungeon betritt, wird jeder vorübergehend auf Level 1 zurückgestuft und seine Fähigkeiten werden entfernt. Unseres Wissens kann man nicht mal Items mit hineinnehmen. Im Grunde genommen ist es wie damals, als dein Rang noch der eines Amateurs war. Kein Erkundungsteam hat es je bis zum Ende geschafft. Sie nennen es aus gutem Grund den ultimativen Dungeon. Stimmt nicht, das ist aber nicht der ultimative Dungeon. Schon mal Verhängnisturm gehört? Vor dem habe ich inzwischen noch mehr Angst, seit ich neulich in der Premiere von Mystery Dungeon Finale mal so rumgefragt habe, wie die anderen den fanden. Keiner im Chat hat den geschafft. Pia Draghi, du redest zu viel. Ups, tut mir leid, Nibuna. Ich werde die Nullinseln wieder nicht machen. Wie in meinem ersten Let's Play. Na dann, war schon eine Zeit nicht mehr in Schatzstadt, weil ich logischerweise auf Erkundung war. Ey, Digga, dein großer Bruder ist hier gerade angekommen. Ach, ich kann jetzt Attacken verlinken. Wenn ich Ladevorgang noch hätte, wäre das wahrscheinlich echt sinnvoll, es mit Funkensprung zu kombinieren, aber so... Erstmal gucken... Ja, das war eine klasse Expedition. Die hat meinen Blick auf Groudon auch ziemlich beeinflusst. Blizzard. Das kann sicher Fragezeichen-Männer lernen und ich hab das Geld. Zwei gute Punkte. Nicht das, sondern das. Außerdem das da, das da. Das da, das da. Das da. Und das da. 40 Plätze habe ich jetzt. Ich würde sagen, damit wir noch vielleicht ein bisschen Gameplay haben heute, sollte ich mal noch eine Mission zumindest beginnen. Oh, und meine Kohle lagern. Der Typ denkt auch nur an Geld, lol. Verstehe ich aber. Ich meine, ich bin YouTuber, ich denke auch nur an Geld. So, aus dem Wege, Keks. Nee, also, ist das da... Kacke an. Ich wollte das eigentlich nicht annehmen. Oh,
Plauder so hohe Ebenen? Ja, Apfelwald gehe ich dann heute mal hin, würde ich sagen. Gibt's hier noch was für einen Apfelwald? Strandhöhle, Schroffküste, nur Nebel. Ja, S. Dreimal der S-Ragen. Ich wollte eigentlich nur... Alter, ich gerade wieder... Nur gucken, ob diese Mission hier mal wieder von Slimer ist, aber... warte, ich mich gerade mal so frei... Nee, ich habe noch keinen Rang auf... Oder doch, Normalrang gab's auch, das heißt, einen Rangaufstieg hatte ich schon. Dauert aber nicht mehr lange bis zum nächsten. Das hier ist alles, was ich jetzt be... Hä? Okay, warum ist die Dunsthöhle nicht dabei? Egal. Jetzt geht's in den Apfelwald. 10 und 11 waren die Ebenen. Ah ja, hier war ich schon mal. Damals wart ihr ein... für mich... Smetbo Villains Team. Nein. Ja, du willst Abenteuer erleben. Das wahre Abenteuer. Geh meine Toilette putzen. Wirklich, Kecleon? Jemand, der ein schlauer Erkunder ist, nimmt nicht sein Geld mit auf eine Expedition, auf eine Mission, weil er es ja verlieren könnte. Und demnach ist es nicht unbedingt die geschäftstechnisch schlauste Idee, ein Kecleon-Markt auf der ersten Ebene zu errichten. Da hat doch niemand Geld! Ich schlag jetzt in die... Bin ich dumm? Ich wollte einfach in die Luft schlagen. Ich wollte in die Luft schlagen und drück wie ein Keck fünfmal auf einen falschen Knopf gefühlt. Ah, ich habe die Treppe gesehen. Und du siehst gleich gar nichts mehr. Ja, meinetwegen, wenn du Bock hast, Fragezeichen. Ha, kein Vergiftungsschaden. Mann, bin ich gut. Weil das viel mit Skill zu tun hat, wie jeder weiß. Günther tritt auf... Günther, sage ich schon. Oh, Ehrensamen! Nein, Raub! Okay, dann halt doch. Oh, warte, eine Box. Stimmt, die kann ich jetzt ja auch endlich öffnen. Digga, willst du mich verarschen? Nein. Ich werde sowieso keine Teammitglieder mitnehmen. Deswegen sagte ich ja auch schon mal, werde ich auch nicht wirklich viele mitkommen lassen. Weil an sich ergibt es halt nicht wirklich Sinn. Digga, der Absorber auf Myrapla. So, die Folge nähert sich dann auch drastisch ihrem Ende inzwischen. Aber hier ein, zwei Ebenen gehen ja wohl schon noch. War heute halt mal wieder eine sehr storybasierte Folge. Oh, das Schutzschild. Jetzt mal for real. Was soll das denn? Ich werde jetzt... Jetzt mal for real, wenn das Ding schlau agiert, dann könnte ich ihm doch keinen Schaden machen. Explosivsamen, kein Bock auf die Typen. Stattdessen gehe ich lieber weiter. Dann
heute wieder mal eben ein storylastigerer Part. Hab vor allem ich persönlich auch nichts gegen die Story, ist ja auch gerade das Coolste an den Mystery Dungeon Games. Ja, in der nächsten Folge kommt dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Gameplay rein. Aber ich würde sagen, nach dieser Ebene war's das für heute. Ich verabschiede mich einfach schon mal. Wenn euch das Projekt gefällt, dann könnt ihr es mit einem Like oder einem Abo, falls ihr es noch nicht habt, supporten. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und ich freue mich, wenn ich die Treppe finden würde und ich freue mich, dass das Kokobai so wenig Leben hat und ich freue mich, dass da ein Spezialband lag und außerdem freue ich mich halt, wenn ihr wieder einschaltet nächstes Mal und ich freue mich auch, wenn ich dir gleich die Schnauze eintreten kann. Und ich denke, das war so langsam alles, was mich freuen würde. Ich sammle hier noch das Orange-Gummi und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.